Ja, hallihallo, zurück bei einer neuen Aufnahme. Es geht in Welt 3.1, 3.1, der Turm von Latria. Das ist der Keilstein der Turmkönigin. Wir lesen alles dann mal in Ruhe, wenn wir alles freigeschaltet haben. Darum schauen wir uns das dann alles in Ruhe an. Jedenfalls geht es jetzt in den Hoffnungskerker. Und ja, ich sag mal, Alcatraz lässt grüßen. Zumindest schaut das so aus, überall die Zellen und dann geht's hier nach unten. Und ja, hat ein bisschen was von Alcatraz. Oder auch, ja, also mich erinnert es auch immer ein bisschen, weil dieses Level ist nicht nur nicht nur horizontal, sondern auch ziemlich vertikal. Es geht noch Stockwerke, Etagen rauf und runter auch. Also man kann sich hier ein bisschen verlaufen, auch wenn man sich der Orientierung nicht mächtig ist. Und deswegen, ja, kann man auch so Prismasteine legen. Hier haben sie einen anderen Namen, aber hier haben wir schon gefunden, wo. Braucht es nur nachschauen im Inventar. Und ja, kann man dann auslegen. Da drüben rennt schon so ein Freak um und um. Aber egal, wir starten jetzt einfach einmal durch und wenn was Interessantes kommt, dann melde ich mich wieder. Also dann, bis später. Ja, da melde ich mich schon wieder aus einer Zelle hier und ich wollte mir das einmal genauer mal anschauen, diese coolen Keilsteine. Es ist Pendant eigentlich zum Leuchtfeuer aus Dark Souls. Also, aber das meiner Meinung nach sieht das schon viel kesser und schicker aus, oder? Ich finde schon, oder? Das macht doch was her, oder? Das ist Styling pur, oder? Das hat was. Okay, das war's auch schon wieder. Bis gleich. Schön. Schöne Grüße aus der Folterkammer. Bis später. Ja, auch hier ein gemütlicher Sessel von Ikea. Ja. Dieser Sessel heißt Hornisse. Ja. Könnt ihr euch denken, warum, ne? Wenn man sich draufsetzt, sticht er. Ziemlich angenehm muss der sein, ne? Bequem. Wunderbarst. Und hier haben wir ein paar ausgediente eiserne Jungfern. Schon sehr gemütlich hier. Okay. Bis gleich. Ja, auch hier ein paar Sadomaso-Spielchen, ne? Kann man alles machen, ne? Aber das Lustigste ist da vorne, ne? Ja, was machen wir mit ihnen? Lassen wir es leben, oder? Na, oder? Das ist ein qualvoller Tod, die stehen da sicher in Öl drinnen, ne? Goodbye, my love, goodbye. Okay, gut, ich melde mich gleich wieder. Ihr seid noch unversehrt, oder? Woher kommt ihr? Du liebe Zeit, ich bin so neugierig. Oh, vielleicht möchtet ihr etwas aus meiner Sammlung. Es ging mir schon besser. Ich war mal eine Adlige und ich kann euch ein paar schöne Dinge zeigen. Zuvor waren hier viele andere gefangen, doch sie wurden wahnsinnig. Und wagten sich nach oben aus freien Stücken. Erlösung? So etwas gibt es nicht.
Königin verbannte den verkommenen alten Mann aus dem Land. Er kehrte in seltsamen goldenen Gewändern zurück mit garstigen Dämonen im Schlepptau. Sie plünderten das große Latria, das Land der Gelehrten, und sperrten uns in dieses Gefängnis. Seitdem nähren sie sich von unseren Seelen. Sie erzählen uns immer wieder, dass wir erlöst werden, wenn wir nur nach oben gehen. Ich kenne die Wahrheit. Die Göttin der Kirche stirbt vielleicht, aber nie für lange. Wir sind für immer unten gefangen. Erlösung? So etwas gibt es nicht. Ach, schon in Ordnung. Ich möchte hier bleiben, aber ich brauche Seelen, um bei Verstand zu bleiben. Das wisst ihr natürlich schon. Ja, die schaut auch ein bisschen mitgenommen aus, ne? Einen leichten Kopfschuss ins Hirn, ne? Ja, nicht schlecht, ne? Okay, naja. Was halt alles passieren kann mit so adeligen Frauen, ne? Okay. Dann sehen wir uns später wieder. Macht's gut, bis gleich. Ja, hi. Ich melde mich mal wieder. Da ist ein neuer NPC. Es ist ein, wenn mir nicht alles täuscht, dieser Zauberer. Dieser Überdrüber-Zauberer, der war der coolste und beste in Demon's Souls sein soll, aber er schafft es irgendwie nicht, aus dieser Zelle zu kommen. Ja? Sogar ein Sean Connery hat es in The Rock geschafft, ne? Aber er nicht. Ne? Aber ja, egal, wir hören ihn mal an. Oh, seid ihr ein Mensch? Ich bin Frick. Ich bin schon ewig hier eingesperrt. Vielleicht könntet ihr mich ja befreien. Ich bin ein Weiser und kann euch im Gegenzug meine Macht verleihen. Oh, aber passt auf die Wachen mit den Tentakelköpfen auf. Na, kein Problem, die putzen wir weg wie nix. Vielleicht könntet ihr mich ja befreien. Ich bin ein Weiser und kann euch im Gegenzug meine Macht verleihen. Er wiederholt sich. Okay, es ist. Passt auf die Wachen mit den Tentakelköpfen auf. Ja, ja. Es ist ziemlich verwirrend hier. Also man muss schon wirklich eine gute Orientierung haben, dass man sich da halbwegs auskennt. Aber es wird noch schwieriger, habe ich mal sagen lassen. Okay, egal. Ich melde mich wieder und ja, bis dann, macht's gut. Ja, der Pumper deiner gegen die Zelle. Ein blauer Typ. Wer ist das? Schauen wir mal. Aha. Ihr seid noch bei Verstand, oder nicht? Ich heiße Riedel. Bitte, befreit mich aus diesem Kerker. Mir bleibt nur noch wenig Zeit. Ich muss einen Gegenstand von meiner Leiche beschaffen. Ja, leider Gottes, auch hier kommen wir noch nicht rein. Naja, da müssen wir schauen, wie das dann weitergeht. Aber es wird sich alles wahrscheinlich dann zum Guten weisen. Okay, gut, jo, dann melde ich mich dann gleich wieder. Apropos, weil ich gerade diese blaue Hülle da sehe, hinter mir. Ich habe vorher versehentlicherweise im Nexus den mutlosen Krieger gekillt. Ja, ich habe eine Waffe ausgetestet und habe nicht gemerkt, dass er auf einmal da stand. Also da saß in dem Fall. Ne? Aber jetzt weiß ich nicht, muss ich einmal schauen, ob... Ich meine, er wird jetzt nicht lebenswichtig sein für die Story oder was. Oder ich weiß nicht. Aber vielleicht kann man den auch wieder bei diesem... Da kann man, glaube ich, 20.000... Seelen oder so zahlen und dann kann man ihn wiederbeleben. Ich weiß nicht, ob das ist, ging ja bei den Soul-Spielen auch. Ich weiß nicht, ob das da auch geht. Jedenfalls muss ich einmal nachschauen. Wenn nicht, ist es auch egal. Na, weil ich den gerade sehe, da ist mir das wieder eingefallen. Ich wollte es euch gar nicht sagen, aber ihr werdet sicher irgendwann einmal drauf kommen. Weil wenn wir im Nexus sind und der ist nicht mehr da, ne? Wo ist er denn nicht? Irgendwo muss er ja hin sein. Ne? Okay, ich melde mich dann später wieder. Bis dann.
Ja, das ist eine ordentliche Balliste. Das. Moment, ich schau mal. Kann man das von. Ich muss kurz was schauen. Sieht man das von hier besser? Ah. Kann man hier. Ja, können wir ein Stückchen nach vorgehen. Ja, man sieht es nicht von. Ja, man sieht schon. Schaut edel aus, ne? Macht einfach den Umhang auf seitlich. Und da kommen lauter, ja, sind das Armbrüste oder so. Schaut schon cool aus. Und das Ganze hier, bitte schaut euch das an, wie cool das hier, wie alles ausschaut hier. Schaut aus wie ein Blutmond. Hat ein bisschen was von Bloodborne, finde ich, oder? Irgendwas hat es von Bloodborne. Mit den spitzen Türmen und so. Also die haben immer schon gewusst, was sie vielleicht irgendwann einmal machen werden. Es war doch das Urspiel eigentlich, noch vor der ganzen Souls-Reihe und auch natürlich vor Bloodborne, haben die da schon immer irgendetwas, sind durch irgendetwas inspiriert gewesen. Schaut schon cool aus, ja. Wahnsinn. Gefällt mir sehr gut. Ja, und wenn es euch jetzt wundert, warum ich da so rot bin, da um die Stirn, ja, es ist nicht, weil man heiß ist und ich fange schon ins Dampfen an oder ins Brutzeln. Nein, es ist Folgendes, ich zeige es euch ganz kurz. Und zwar hier, ich habe einen Silberarmreifen, weil ich den trage, leuchtet das so komisch auf meinen Kopf. Elegante silberne Armbänder, die eine ebenso elegante Tracht ergänzen. Mit Gewissheit gehörten sie einer adeligen Tochter, gewähren dem Träger mehr Seelen von getöteten Feinden, möglicherweise aufgrund ihrer unvorstellbaren Kosten. Okay, also kostet man natürlich ein bisschen was von meiner Verteidigung, aber ja, kann man tragen, ne? Ich meine, ich bin ja sowieso cool, nicht? Ich meine, ich brauche sowieso, ich brauche Verteidigung, ich brauche nur Angriff. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich habe mich hier runter gekämpft, stehe jetzt auf der Hinterseite dieser Balliste und kann sie jetzt endlich deaktivieren und dann kann man sich die anderen Sachen dann noch holen. So, sie ist rot. So, da bin ich schon wieder. Jetzt gibt's den Wendeltreppenlauf. Viel Spaß. Boah. Oder auch der Drehwurmlauf, nicht? Das Ganze nochmal runter. Okay, ich wollte euch nur mal kurz zeigen für alle Adrenalin-Junkies. Okay, bis später. Ich melde mich dann wieder. Ja, ich bin jetzt hier heroben in so einem Kirchenbereich. Da wunderschöne diese Fensterbemalungen. Sieht wirklich sehr hübsch aus. Und da drinnen seht ihr den? Vielleicht der netteste NPC im kompletten Spiel. Das meine ich natürlich nicht ernst. Sprechen wir mal mit ihm, was er zu sagen hat. Was wollt ihr? Ich bin ein einfacher Diener. Ich will mich nicht einmischen. Ich mache keinen Ärger. Ich schwör's. Das stimmt. Schaut ein bisschen aus wie Voldemort, ne? Was wollt ihr? Ich bin ein einfacher Diener. Ich will mich nicht einmischen. Ich mache... So schaut's nämlich aus. Wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Weil dieser Typ, ja, den Boss, den was wir dann gleich besiegen werden, immer wieder neu beschwört, ja, wenn er stirbt. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Okay. Und darum... Habe ich die Vollstreckung gemacht. Also gut, ich melde mich dann wieder. Macht's gut, bis gleich. So, da unten erwartet mich ein Kampf, ein schwarzes Phantom. Ist ja gar nicht ein rotes. Vielleicht das stärkste hier im ganzen Spiel erwartet mich da unten. Sie hat eine Armbrust, glaube ich, die schießt ordentlich. Und einen Dolch, glaube ich, besitzt sie für den Nahkampf.
und dann schauen wir mal, ob ich sie irgendwie bändigen kann. Allerdings muss ich mir dann noch was auf die Quickslot-Leiste legen, und zwar diesen Witwen-Lotus, weil ich glaube, die kann sogar verseuchen, habe ich mir sagen lassen. Und dann schauen wir mal. Jo. Okay, dann geht's los. Schau mal. Ah, da ist sie ja. Na. So. Das war's mit ihr. Kleiner Kosmetikfehler am Anfang, weil sie mich getroffen hat, aber ja. Soll mir verziehen sein, ne? Okay, gut, bis gleich. Ich melde mich dann gleich wieder. So, und ich bin jetzt noch einmal zurückgegangen, den schnellsten Weg. Das ging eh recht zügig. Da war ich eh gleich wieder da. Und jetzt können wir unseren Zauberer, ja, retten, befreien, ja. Denn wir haben den Hoffnungs... wie heißt er nochmal? Ich schaue nochmal nach. Wie schimpft sich der? Hoffnungskerker-Spezialschlüssel gefunden, und mit dem können wir jetzt seine Zelle öffnen. Und das machen wir auch. So, mein Freund. Du bist frei. Was hast du zu sagen? Fantastisch. Ich dachte nicht, dass ich lebend hier rauskomme. Ich heiße Frick. Ich bin als Weiser bekannt. Ich dachte, ich könnte für magische Zwecke einige Dämonenseelen ergattern. Aber seht mich nur an. Meine lange Gefangenschaft hat mich geschwächt. Doch meine Beine tragen mich noch. Und ich kann in den Nexus zurückkehren. Ich danke den Sternen dafür, dass ich endlich wieder frei bin. Ich verdanke euch mein Leben. Ein wenig Weisheit, eine weitere Trophäe erhalten, und Geritz, das habe ich nicht mehr lesen können. Hast du noch was zu sagen? Meine lange Gefangenschaft hat mich geschwächt. Doch meine Beine tragen mich noch. Und ich kann in den Nexus zurückkehren. Ja, das ist gut. Okay, ich glaube, dann wiederholt er sich eh. Meine lange Gebrauch, ja. Meine Beine tragen. Ja. Okay, gut. Dann haben wir den auch befreit. Okay, und dann geht es dann schon schön langsam zum nächsten Bosskampf. Wenn wir dort sind, melde ich mich wieder. Also macht's gut und ciao, bis gleich. Ja, wir stehen vor dem nächsten Bosskampf. Und schauen wir uns noch einmal diese imposante Gegend an, dieses wahnsinns coole Ambiente hier, das hat schon was, nicht? Also wirklich, wirklich sehr, sehr cool gemacht hier, die Entwickler. Und jetzt gehen wir hier mal nach oben, hier haben wir ja das schwarze Phantom bekämpft, das ist ja jetzt Geschichte mittlerweile, und jetzt geht's dann ans Eingemachte, denn hier wartet der nächste Boss. Ja, ich meine, ich würde sagen, optisch gesehen, eine von den hübscheren. Da haben wir schon andere Bestien gesehen. So, ja, was machen wir? Ich brauche mal den Ring der, Moment, ich schau mal hier kurz, den ziehe ich mal da an, voilà, den Ring des Diebes, dass sie mich nicht gleich sehen alle. Und dann werden wir hier mal das Gesocks gleich einmal aus dem Weg räumen. Eigentlich könnte ich es mit Fernkampf auch machen. Und die halten ganz schön was aus. Das ist ein Wahnsinn. So. Aber hier können wir ein bisschen auch mit... Ich hoffe, sie wird nicht aufmerksam auf mich. Denn die können einem dann auch nerven.
Allerdings gehe ich mal davon aus, dass dieser Kampf nicht so extrem schwer wird für mich. Warum nicht? Weil ich gut bin. Na, Spaß beiseite. Schauen wir mal. Es gibt schwerere, glaube ich, aber jo. Sag niemals nie, ich habe keine Ahnung. So, mal die meisten Gegner hier mal. Ah, okay. Gut, ich glaube. Der kriegt eine. Genau, der kriegt eine hinein. Da haben wir einen Seelencontainer, okay. Und jetzt überlege ich, holen wir uns den auch noch? Ja, was magst du ja gar nicht? Was magst du ja gar nicht? Eine in die Halsschlagader. Und eine in den Deltoideus, na coole Sache. Okay, so jetzt du noch. Und dann haben wir eigentlich eh alle. Und dann werde ich hier auf diese, recht hübsche Dame, will ich beinahe fast schon sagen, zusteuern und werde sie killen. Ich werde jetzt doch noch schnell diesen Ring anlegen, der Volltrefferschaden auch noch dabei. Und dann geben wir alles, was ich habe. Dann schmeißen wir alles rauf, was ich habe. Und los geht's. Okay, sie haut ab. Da werden jetzt lauter so Duplikate erzeugt. Sie selbst, glaube ich, erscheint da hinten. Ich glaube, so original ist sie. Bei ihr muss man aufpassen, weil sie schießt mit Seelenpfeilen. Das war die falsche. Ich glaube, die richtige zeigt keine Lebensleiste. Das ist sie. Und jo, das war's auch schon wieder. Genau. Götzenbild-Trophäe erhalten. Jo. Wie gesagt, ein cooler Boss, aber ja. Ja. Na, man kann sich, wie gesagt, leicht orientieren, indem man dann die ganzen Kopien mehr oder weniger anvisiert und alle, die eine Lebensleiste über den Kopf haben, sind Duplikate. Und das Original eben hat keine und da weiß man gleich, wo dann diejenige ist, die man dann killen muss. Ist ein bisschen so ähnlich wie bei Dark Souls 1, das Pinwheel, das Rad, das Feuerrad in den Katakomben unten. Und jo, aber jo, auch nicht viel schwerer, würde ich sagen. Und ein drittes Mal, wenn man es hier noch immer nicht getötet hat, glaube ich, erscheint es dann hier da zentral noch irgendwo einmal, glaube ich. Aber wie gesagt, mit Anvisieren findet man sie dann eh relativ leicht. Hier wird einem nochmal gezeigt von den Entwicklern, diese Stimme belebt das Götzenbild wieder. Wie gesagt, hätte man diesen Typ vorhin nicht getötet, würde die immer wieder respawnen, also würde sie immer wieder kommen. Und das wäre dann, ja, eine Lebensaufgabe. Oder eine Sisyphusarbeit, wie man es haben will. Auch hier ist noch einmal eine Info am Boden. Moment, irgendwo da vorne. Was hier? Ja, genau. Hier ist es, glaube ich. Dort oben, ja. Also das kann man jetzt glauben, auf dieser Wendeltreppe. Allerdings kommt man da eh nicht drauf. Also da oben kann man irgendwie dann nur, ja, damit meinen, dass das da oben der Typ war, der sie beschwert hat. Okay, gut, dann war es das auch schon wieder. Da hinten liegt noch ein Item. Bitte aufpassen, nicht zu dem Altar zentral hingehen, denn dann wird gleich eine Cutscene getriggert, sondern hier wirklich am Rand gehen, denn sonst ist es möglich, dass man dieses Item nicht mehr erwischt. Genau, es ist nämlich die pestkleine Waffe. Ja? Das ist, glaube ich, die Waffe, gegen die das schwarze Phantom davor hin, gegen das, was wir gekämpft haben, gekämpft hat. Und jo, das war's dann auch schon wieder. In diesem Sinne sage ich Dankeschön und jo, sehen wir uns dann bald wieder, wenn es wieder spannend wird. Also macht's gut und bis gleich. Thank you.
Ja, anhand dieser Gargoyles hat man schon gesehen, was dann im nächsten Bereich auf uns zukommt. Und ja, wird hart, aber doch meiner Meinung nach eines der leichteren Gebiete. Jetzt werdet ihr euch denken, wo ist jetzt das nächste Leuchtfeuer, also dieser Keilstein. Kein Problem, hier nur das Stückchen hier raufgehen und da wartet er schon. Ich schaue noch, ist da auch noch irgendwas? Na, da liegt eh nichts mehr. Und hier haben wir schon den Keilstein und wir befinden uns im nächsten großen Gebiet. Wird das hier gleich gezeigt? Wird das hier? Nicht. Ah, jetzt. Okay, Oberlatria. Ich wollte euch nämlich nur mal diesen coolen Ausblick hier noch zeigen. Genießt es nochmal mit mir. Also ein riesiges Gebiet auch wieder. Allerdings jetzt nicht so vertikal gebaut. Ich meine, natürlich geht es schon nach oben, aber es ist weiträumiger, großflächiger, leichter, sage ich einmal, dass man die Übersicht bewahrt. Aber schaut schon auch sehr cool aus. Und was ganz interessant ist, da vorne seht ihr geradeaus ein riesiges Herz. Ja. Mit Ketten. Es sind Ketten gelegt. Ja. Das ist unser Ziel. Dieses Herz. Aber mehr sage ich nicht. Werden wir dann alles sehen. Gut, in diesem Sinne sage ich mal Dankeschön wieder und bis gleich. So, wir gehen da jetzt einmal rein in diesen Bereich hier, wo dieses riesige Herz hier extrem wahnsinnsgigantisch hier, ne? Ein Wahnsinn, einfach nur, ne? Und diese Masse, ja, müssen wir dann irgendwie, ja, ach, lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen, was da gleich passiert. Bis gleich. Ja, da sieht man jetzt einmal ganz genau, wie so eine Muskelfaser mehr oder weniger aussieht. Boah. Und es gibt noch kein Durchkommen hier, allerdings später. Wahnsinn, ne? Nein. Was für ein Herz, ne? Ja, hallo, ganz kurz. Ich wollte euch nur mal kurz eine coole Sterbeszene zeigen. Die hängt ja da wirklich ziemlich. Und wir stinkert's Gesöchts, wie wir so sagen. Ne? Also wundert mich eigentlich, dass die nicht abrutscht. Entweder ist die damit Superkleber angeklebt worden oder weiß ich nicht. Oder, ja, ich will gar nicht nachfragen. Egal. Okay, das war's eh schon wieder. Bis gleich. Ja, hallihallo. Ich habe den ersten Turm ja erledigt. Die Kette abgerissen, mehr oder weniger. Jetzt hängt dieses, ja, Herzchen, sage ich mal, nur mehr an einer riesigen Kette. Und da vorne könnt ihr es noch einmal bewundern, wie riesig, wie gigantisch groß dieses Herz ist. Ist ja Wahnsinn, ne? Und da unten, in diesem Käfig da vorne, ja, wartet ein NPC. Wir werden diesen NPC töten, denn der ist genauso böse, oder vielleicht noch böse, der böseste NPC im kompletten Spiel. Denn wenn wir ihn leben lassen und rausholen, dann wird er im Nexus jedes Mal, wenn ich einen weiteren Boss töte, einen NPC im Nexus töten. Ja, und irgendwann einmal wird den Lagerist töten und dann ist alles futsch.
Könnt ihr euch das vorstellen? Also einen nach dem anderen wird er sich holen. Und das kann ich einfach nicht zulassen. Ne? Das ist ein bisschen ein Pendant zu Lautrec aus Dark Souls 1. Der führt auch sogar so eine Waffe. Die schaut ähnlich aus. Oder Eva, ist das nicht sogar dieselbe? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls so ein Sichel ist es. Werdet es dann eh gleich sehen. Und ich werde ihn töten und dann bekomme ich seine coole Ausrüstung, ja, dafür. Das werde ich machen und den werde ich gleich da besiegen. Ich habe auch die Möglichkeit, dass ich theoretisch, dass ich einen Nexus dann töte, aber ich mag es gleich hier. Gut, und dafür nehme ich euch mit auf die Reise. Okay. So, oh, eine Keilsteinscheibe, oh, wie schön. Gut, dann sprechen wir mal mit ihm. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das brauche ich jetzt nicht. So, sprechen wir mal mit ihm. Wollt ihr hier die Dämonen bekämpfen? Wenn ja, dann helft mir, von hier zu fliehen. Ich bin auf eurer Seite. Ich wollte mich den Dämonen stellen. Ja, ganz super, ne? Ja, wir werden die Kerkerzelle natürlich öffnen, aber ja, du darfst nicht überleben. So, da können wir gleich einen Backstep einmal machen, denn das geht recht geschickt. No, das war nicht gut, das war nicht gut. Na. Wow. Aha, okay, mein Gewicht, ich bin zu voll geladen. Beladen, da werde ich die, ja, das coole Set gleich ins Lager schicken. Schaut kurz unten rechts im Eck, da werdet ihr gleich sehen, wie es aussieht. Ich schicke das gleich ins Lager. Also, nein, nicht rechts im Eck, rechts mittig. Genau, das düstere Set. Das werde ich mir sicher mal anziehen. Ich glaube, das ist recht schick. Okay, ja, dann gehen wir gleich da rein, wenn ich schon dabei bin. Da werde ich mich gleich einmal aufheilen. Und das war jetzt gar nicht so ungefährlich. Der macht eine 5er-Kombo oder was das war. Das ist nicht lustig. Okay, dann fahren wir mal abwärts. Denn da unten geht es jetzt in einen Sumpf. Und das ist uncharakteristisch für Dark Souls Spiele, From Software Spiele. Denn dieser Sumpf ist nicht giftig. Ja? Ihr habt richtig gehört, er ist nicht giftig. Es ist unvorstellbar. Ne? Allerdings ist das, ich sag mal, da unten die Freakshow. Also da sind Kreaturen da unten, das ist katastrophal. Und auch diese Pömpe da hier am Boden, das lebt ja alles bitte, wie das pulsiert, ne? Diese Eier oder was das sind, da ist ja Leben in den Eiern, oder? Das ist doch gigantisch, oder? Einfach nur hässlich, ne? Gut, das sieht man schon, diese riesigen Würmer oder was weiß ich, das sind Parasiten oder Egel oder I don't know. Boah, und da gibt es aber noch hässlichere, die zeige ich euch auch noch schnell. Und dann werde ich wieder den Clip schneiden und mich wieder umsehen, dann offline, denn ich werde ja kein Let's Play dazu machen. Allerdings will ich euch noch dieses eine Vieh zeigen. Da gibt es kleine und große. Ich gehe mal da nach hinten. Da zum Beispiel ist schon so eines. Ich will euch das noch ein bisschen genauer zeigen. Schaut euch das an. Ist das nicht hässlich? Da, wow. Das ist doch... Es ist doch... Es ist wie so eine Assel, Tausendfüßler. Und an der anderen Seite ist das... Pfui-Teife, ist es einfach nur hässlich zum Quadrat. Und das gibt es in groß dann auch noch. Das zeige ich euch auch noch schnell einmal. Wenn ich da irgendwo raufkomme, dann zeige ich es euch. Da drüben liegen überall Items, die hole ich mir dann. Ich will euch nur das eine große Vieh noch zeigen. Geht's denn? Ah, da geht's rauf. Da geht's rauf. So, wo ist denn eines? Ist das schon ein großes da vorne? Ja. Ja, dann schauen wir uns das im Licht noch einmal an. Schaut euch das an, bitte. Ah, das ist so dämlich, das springt da runter wieder. Na gut. Schaut euch das an. Schaut euch das einfach nur an. Jetzt sieht man es schön. 100.000 Köpfe oben. Danke, dass du dich schon so schön posierst für mich. In Pose stellst. Also hinten halb so Assel, 1000 Füßler und vorne, das kann man ja gar nicht
was das wirklich ist, das kann man gar nicht irgendwo einordnen. Egal, okay, gut, dann haben wir das auch gesehen und wir sehen, hey, ruhig großer, ruhig großer. Wir sehen uns dann gleich wieder. Dieses Geschreine, ist es krank? So, ein letztes Mal. Tochter und Vater in totem Zustand. Sieht man es noch einmal gut jetzt? Wie es wirklich ausschaut, ist einfach nur. Da ist sogar. Da unten, jetzt sieht man es schön, jetzt haben wir es gut gesehen. Moment, kann ich das noch einmal mit der Kamera so einfangen? Jetzt hat man schön. Moment, vielleicht bringe ich das noch einmal hin. Jo, jetzt. Jetzt sieht man es noch einmal ganz schön. Ist ja Wahnsinn, ne? Schaut aus, wenn die noch immer leben würden, ne? Die Augen, ne? So aus, Ende. Gut, pfui. Okay, bis gleich. Ja, und ein zweites Mal haben wir die Beschwörer. Wir sind jetzt am zweiten Turm angelangt, ganz oben. Und jetzt schauen wir, was passiert. Die Brut ist aus dem Herz geschlüpft. Oder ist das eine fette Herzmasse gewesen? Pfui, kack. Wow. Okay, bis gleich. Ja, willkommen zurück beim nächsten Bosskampf. Wir sind in Oberlatria, ganz oben am Turm und haben es jetzt mit dem Menschenfresser zu tun. Ein harter Kampf wird das werden, freilich ein ganz harter Kampf. Ich nehme mein Schwert beidhändig und gebe ihm, was ich nur kann. Und dann schauen wir einfach einmal. Ja, wünscht mir Glück und es geht los. Bis jetzt geht's halbwegs.
Komm. Bisschen noch. Der ist nicht leicht. Na geh. Das war fies. Ich bin leise, weil das ist nicht leicht. Jetzt nicht gierig werden. Ah, das ist gut, dass er das macht. Ja, dann habe ich ihn. Komm, einen Schlag noch, komm. Lass mal den. Ja, okay, wow. Menschenfresser-Trophäe erhalten. Wahnsinn, der war gut, der Run. Wow. Wuh. Dann haben wir den Menschenfresser auch erledigt. Da gibt's Seelen. Da gibt's ordentlich Seelen. Okay, dann haben wir den auch erledigt. Ist ja besser gegangen, als ich dachte. Dann werde ich jetzt ein bisschen aufleveln und ja, dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. Ja, wir sind beim Elfenbeinturm. Das ist auch interessant, Elfenbeinturm. War das nicht bei der unendlichen Geschichte der Elfenbeinturm? Die kindliche Kaiserin, war die nicht am Elfenbeinturm oben? Okay, naja. Und vielleicht Namensgleichheit sein. Okay, dann schauen wir da mal rauf. Und ja, das wollte ich euch... Zeige ich euch später. Passt, okay. Gut, dann sehen wir uns dann oben. Also bis gleich. Okay, also dieser Freak wird uns gleich begegnen. Also wir sehen uns gleich oben. Ja, hallihallo, zurück. Wir sind jetzt ganz oben am Elfenbeinturm. Und ja, der nächste Boss steht schon vor der Tür. Also da geht's dahin heute. Das ist unvorstellbar. Und zwar der alte Mönch. Wir haben ja schon einen Ausschnitt vor kurz gesehen, eine Cutscene. Dieser alte, verdorbene Mann hat ein schwarzes Phantom heraufbeschworen. Und ja, den werden wir jetzt umlegen, ne? Genau, wenn wir es können. Genau. Und dann würde ich sagen, halt mal die Daumen und es geht los. Viel Spaß! Alter Mönch-Trophäe erhalten. Ja, für einen alten Mann wie mich, ja, ist nicht so schlecht, ne? Aber schlecht kann der werden, ne? Man schaut sich die Sessel einmal an da, ne? So, jetzt machen wir ein kleines Rätsel. Beziehungsweise eine Abstimmung. Wie viele Sesseln sind das? Die was da liegen.
Wie viel sind's? Gute Frage, ne? Okay, gut, dann haben wir wieder was erledigt. Ja, da geht das ein Boss-Rasche richtig schon erst, ne? Das ist ja Wahnsinn. Gut, in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank. In diesem Part werde ich nicht mehr viel tun. Ich werde jetzt noch ein bisschen Backtracking machen. Ich habe noch zwei White-Tendency-Ereignisse zum Aufarbeiten. Und dann, ja, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Also dann macht's gut und ja, halt's die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, hallihallo, noch einmal zurück. Ich bin noch einmal in Oberlatria. Ich habe ein bisschen Backtracking gemacht und die White Tendency Geschehnisse ein bisschen aufarbeiten. Und jetzt ist hier, ja, ein Holzbalken hier. Der war vorher nicht da und dadurch können wir jetzt oben weiter. Ja, das war vorher nicht. Und hier muss man eher aufpassen, es ist ziemlich eng hier auf dieser Treppe. Und es ist auch kein Geländer da. Wow, das riesige. Wow, Wahnsinn, die riesige Kette hier. So, und jetzt sind wir hier oben angelangt und bekommen, was bekommen wir als Geschenk? Den Hoffnungskerker Zellenschlüssel E2W. Genau, und das bedeutet, dieser Randall, oder ich glaube Randall oder so irgendwie heißt der, den können wir jetzt befreien. Also da geht eins ins andere, ja. Also ohne dem könnten wir gar nicht zu ihm gehen. Und das machen wir jetzt auch noch. Wir treffen uns bei seiner Zelle, also bis gleich. Dieses schöne Stück an euch. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Endlich beginnt meine letzte ewige Ruhe. Ja, wir bekommen den Ring der einfältigen Ratte. Ja. Okay. Ruhe. Und für mich gibt es jetzt auch einmal Ruhe, denn jetzt wird der Part wirklich beendet. Also macht's gut und bis zum nächsten Part. Und dann geht's munter weiter. Ciao, bis bald.